Hi Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Top-exklusiv habe ich nämlich von einem anonymen Entwickler brandneue Informationen und sogar Gameplay von Metroid Prime 4 geschickt bekommen. Okay, in Wahrheit habe ich schlicht vor kurzem vom Spiel geträumt und da ich das spannend fand, wollte ich euch davon erzählen. Aber ich brauche Klicks, also behaltet das bitte für euch. Ich denke, so ein Thema ist eine witzige Sache und am Ende wird es sicher interessant sein zu sehen, was vom Ganzen wirklich passieren wird. Ich beginne mit der Präsentation vom Spiel, die sich in meinem Traum breit gemacht hat. Verrückt irgendwie über sowas zu berichten. Der Stil sah selbst für Metroid-Verhältnisse ziemlich düster aus. Pausenlos wurde der marsähnliche Planet von einem finsteren Himmel bedeckt. Im Nachhinein betrachtet erinnerte die Texturierung stark an das letzte Doom. Aber ist jetzt auch nichts Neues, dass sich Fragmente von Erinnerungen in Träumen wiederfinden lassen. Auf jeden Fall schaute es grafisch richtig geil aus. Die Licht- und Schatteneffekte wurden clever eingesetzt und die ikonische Waffe von Samus kam High-Quality-mäßiger daher als je zuvor. Bezüglich des spielerischen Teils kann ich euch beruhigen. Bandai Namco hat nicht die Essenz der Prime-Trilogie vergessen. Schließlich ist der Traum eine Zukunftsvision. Eindeutig. Weiterhin kann man Feinde anvisieren und mit gekonnten Beamgespamme pulverisieren. Im Traum konnte ich auch irgendwelche Rätseleinlagen wahrnehmen, wobei ich das nur noch so halb zusammenbekomme. Ich denke, das war so eine Art Rätsel, wo man Strom durch die richtigen Kabel befördern musste. Nichts wirklich Neues, wirkte aber anspruchsvoll. Der Traum endete mit der erwähnenswerten Info, dass das Spiel nicht durchgängig so altbewährt bleibt. Das Shooter-Gameplay wird mehr im Vordergrund sein als zuvor und generell wird diese Mechanik modernisiert. Mit anderen Worten wird laut meinem Traum Metroid Prime 4 etwas mehr in Richtung Shooter als nur Action-Adventure gehen. Ich bin mir unschlüssig, ob ich das gut fände, wenn letzteres tatsächlich eintreffen würde. Gegen eine leichte spielerische Umorientierung hätte ich ja nichts, denn zumindest ich würde mir wünschen, dass Metroid Prime 4 nicht ein Nachfolger von der Stange wird, sondern ebenfalls etwas Frisches, Innovatives bietet. Aber ob das der richtige Schritt wäre, ich weiß nicht. Gut, so viel zum Kram, den ich manchmal so träume. Ernsthaft, das war einer der coolsten Träume meines Lebens. Hattet ihr schon mal etwas Ähnliches geträumt? Und was denkt ihr über das, was in meinem Brain zum vierten Teil der Prime-Reihe zusammengesponnen wurde? Ich fand das Gesehene jedenfalls ansprechend. Bis zum nächsten Video auf Mighty Zaroth TV. Ciao!